Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir schlagen nun die Schlacht weiter. Die zweite Schlacht am Bull One. Wir haben ja, Jackson von den Konfigurierten, General Jackson Stonewall, unterschätzt. Quasi, nicht wir, die KI und auch die Geschichte. Und ja, jetzt versuchen wir hier eine erneute Angriffswelle zu tun. Ich habe versucht, die Seiten ein bisschen aufzuknacken. Hier ist es mir nicht so gut gelungen. Hier geht's. Wir sind jetzt hier im Wald und arbeiten uns quasi in dem Wald weiter durch und würde ich sagen, töten dann von hinten die Leute in den Befestigungen. Das sollte hier machbar sein, bis zu der Linie. Hier ist sowieso der kürzere Weg, finde ich. Na gut, gucken wir mal, was der nächste Tag bringt. Oder was jetzt der nächste Angriff bringt. Ja. So, wie erwartet ist Jackson eine harte Nuss. Darum der Spitzname Stonewall. Wir müssen uns ausruhen, bis unsere Verstärkung eintrifft. Wenn ich jetzt meine Position verliere, hau ich dich. Ach, wunderbar. Habe ich mich gerade verlesen? Mehrere Einheiten unserer Reserve werden bald bereit sein, um unsere Sturmtruppe, Sturmangriffe zu unterstützen. Von da gibt es auch nochmal Verstärkung. Ja, wir können versuchen, ihnen die Flanke zu fallen. Ja, das mache ich doch schon. Wenn sie der Meinung sind, sie hätten die Truppen dazu. Wenn da unten keine Truppen sind, du Pfeife, wie soll ich denn da... Entschuldigung. Ich mich schon wieder viel zu viel auf. Na, bitte erstmal den dann weiter eliminieren. Der steht drauf. Du kannst dann der Schwitzer, Spitzenschwitzer, der kann dann mal weitergehen. So, ja, die Kanonen stehen da bereit. Ist... Ach, der perfekte Deckung. Ja, dann würde ich doch mal die Truppen halbieren wollen. Wir haben 3-3-3. Gib mal Kettengas hier, ne? Gib mal Gas. Und lauf mal dahin. Ihr. Wir brauchen da einfach mehr Männer. Hier vorne an die Front. Und Kanonen. Oh, hier hin. Pferdchen. Pferdchen. Und Attacke. Okay. Ich würde sagen, ihn lasse ich hier so als Nachhut. Und du kannst in den Wald weitergehen. Achso, die bauen sich da wieder auf oder was? Bescheuert? Kann ich die Mauer einnehmen? Nee, ne? Das Doofe ist, die laufen jetzt hier voll vor meinen Kanonen. Lass dich nochmal als Backup hier. Du marschierst weiter. Weil der rennt ja quasi an meinen anderen Leuten entgegen. Jackson rennt sogar hinterher. Ich will meine Kanonen nicht in Gefahr bringen. Komm nur mal hierher. Weiter vorrücken, weiter vorrücken. Er hat sich gekriegt. Ach, hier sind auch Einheiten. Was sind ja meine? Die laufen verdammt nah an der Linie lang, aber ich hoffe, die kommen durch. Oh. Nur mal Pause machen. So, ist das jetzt hier. Sind da Truppen oder was? Hier, Kavallerie. Setz dich da mal hin. Ihn würde ich jetzt wirklich sogar mal hier in diesen Wald packen. Ah, wohl da sind noch welche. Lass dich da, wo du bist. Einfach mal... Halt! Hier! Oder ich sage einfach hier hin. Ja, nee, nee, mag ich nicht. Da ist auch noch einer. Gehen wir da hin und gehen wir da hin. Ich würde die Kavallerie aufdecken, ob da noch was ist. Hier war, glaube ich, mal Kavallerie. Oder ob wir von der Seite schon angreifen können.
Wo sind denn die Leute hin? Hat er die Mitte aufgelöst? Weil hier müsste ja noch die Einheit sein, ne? Und hier ist Stonewall. Hier. Den holen wir uns. Und du kannst ihn angreifen. Hier, zurück. Ach, da sind die Truppen. Okay, dann komm da hin als Unterstützung. Gut, der läuft. Hier, dreh dich. Dreh dich. Da kommen schon meine Leute. Attacke, die holen wir uns noch von der Seite hier weg. Kanone nachrücken. Feuer, genau. Jetzt sind wir im Wald und sie nicht. Hahaha. Halt. Hinterher. Hinterher. So, ich glaube, die Kanonen ziehe ich auch mal weiter. Der will ja echt durch. Ja, Katze? 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 Warte mal ganz kurz. Oh, hast du einen Albtraum gehabt, süße Maus? Hm? Oh, die hat gerade so ein klägliches Miau hinterlassen. Oh, komm mal her, Süße. Hm? Komm mal auf den Schoß. Hm? Alles gut. Da bleibt die jetzt 5 Minuten, bis sie wieder eingekriegt hat. Weil manchmal hat die irgendwie Angst, alleine zu sein. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir gar nicht da sind. Arbeiten sind, aber die Katze hat ja auch schon 2 Nahtoderfahrungen, die Dame. Naja. So, weiter. Von hinten an. Na, ah, er kann gleich hier auch laufen. So, mal Pause machen. Warte mal ganz kurz. Ah, da sind nämlich ein Stuart ist da. Weißt du was? Ich nehme den jetzt mal hier und pack den mal darüber. Das soll den Stuart dann mal ein bisschen ärgern. Na? Wenn die Kanonen da sind, machen wir mal Spaß, du. Halt! Peabody! Einfach zu weit ran. Ach, da sind schon Leute. So. Wir haben jetzt die Einheiten, die wir brauchen, würde ich trotzdem sagen. Einer stellt sich. Schräg ist scheiße. Kannst ja da so hin. So. Dann nur, können noch ein bisschen weiter. Ah, Wickham wird geflankt, oder was? Oh, jetzt stört der hier. Das gibt's doch nicht. Oh, die müssen da weg. So, ah, guck mal, was da alles ist. Ein fröhliches Töten. Genau, auf den. Könnt die da noch anpacken? Auch da so.
Feuer. Heinrich ist da hinten, ne, Heinrich vergessen. Komm mal rein da. Okay, den haben sie zurückgeschlagen, ist auch nicht so schlimm. Nahkampf wird geflankt, ist doch schön. Warum rennt da meiner hin? Was ist denn da passiert, bitte? Teile des zweiten Korps stehen zur Verfügung. Alter, die brauche ich auch. Machen wir folgendes. Den ganzen Klatsch da, ne? Den ganzen dreckigen Haufen. Laufen. Die holen wir jetzt hier von der Seite. Laufen. Da machen wir jetzt den Sack zu. Der Seite. So, jetzt werden die flankiert. Warum das denn auf einmal? Hier, Kavallerie, hierher. Hier geht's ja gerade echt. Hier geht's, die zerlegen meine Seite hier. Das ist gerade echt bescheuert. Darum will ich jetzt hier die Mitte angreifen. Wenn sie jetzt hier alles zerlegen. Halt. Ach, da hinten ist auch Verstärkung gekommen, habe ich jetzt nicht gecheckt. Jetzt da bombardieren. Auch da würde ich sagen, greifen wir rund hier die Front an. Ja, die zerlegen das 1A. So. So, haben wir Männer dran. Jetzt Attacke. Attacke. Malermann Attacke. Nicht die Zeit dafür mehr. Attacke. Den Druck da.
keine Gnade. Nahkampf. Charge. Keine Zeit mehr. Zacke. Na, hier verlieren wir jetzt, wo ich eigentlich felsenfest sicher war, dass wir Truppen haben. Aber nun denn. Mal weiter vor. Kanonenfeuer hier drauf. Ich komme mit dem Nachrücken schon gar nicht mehr hin. Ah, kurz Pause machen, ganz kurz. Ganz kurz Pause. Wird knapp. Das wird jetzt richtig knapp, weil ich muss jetzt alles, was ich habe. Scheiß auf den Supply. Muss es in die Kanonen reinjagen. Die müssen den jagen. Die müssen den und du kannst den jagen. So, währenddessen. Ach, jetzt hat immer ich einen Nahkampf. So, warum? Du kannst den seitlich schießen. Und du ja auch dahin. So. Du kommst auch von da. Drei Kanonen. Schießt mal da auf den. Ah, ich glaube, diese Kanonen werden nie den Krieg sehen. Müssen sie aus der Mitte wegkriegen. Eigentlich jetzt nicht verkehrt, dass sie uns hier ein bisschen die Flanke kaputt machen. Na los, hinterher da, verdammt. Na, jetzt sind da noch Einheiten mit 1400 Mann, ey. Wird nix. Hier, Franklin, nur zu Kleider, Mann. Der hat schon sich mir. Halt. Es wird nichts. Scheiße. So, Kanonen, weiter vorrücken. Hast du denn einen dreckigen Supply oder was? Supply hat aufgegeben, ja toll. Ah, der Angriff auf Jackson wird fortgesetzt. Okay. Krieg noch mehr Truppen? Ja, das muss jetzt mal klappen. Ah, Feindbewegung bei unserer linken Flanke gesichtet. Unsere Verstärkung. Könnte es die Verstärkung der Rebellen sein? Ach du Scheiße. Wenn das jetzt nicht unsere Leute sind, da haben wir da ganz gut ein Problem. General, sollen wir den Angriff auf Stormwell fortsetzen? Vielleicht hat er Verstärkung erhalten. Ich weiß es ja nicht. Ich hoffe mal nicht. Ja, weiter. Ah, ist das vielleicht schon die Verstärkung?
vertreiben nur meine Kanonen, ey. Oh, die laufen. Hinterher, hinterher. Hierher. Ja, das ist ihnen. Das ist denen ihre Verstärkung. Wir müssen in den Wald. Schnell weg da. Motivation hier. Schick die Leute ran. Ah, den Stuart, da könnt ihr da gerne ausnehmen, wenn ihr wollt. Ja, der Rückzug hat nicht geklappt. Schade. Müssen wir nämlich hier aufpassen, dass sie nicht rüberkommen. Ey, mäht sie weg. Kann doch jetzt nicht so schwer sein. Das ist einfach alles zu töten, was da ist. Fahren muss ja auch mal weiter. Gibt es nicht. Oh, Stone wurde verwundet. Ah, der läuft. Die verbinden sich jetzt quasi gerade. Es wird echt Zeit, dass wir die da mal wegkriegen. So. Ist da General Hotzenklotz weg? Geh doch. Kanone weiter drauf zimmern da. Oh, schön von der Seite. Kannst du mal ein bisschen Raketengas geben? Weiter ran. Weiter ran. Jetzt haben wir schon so viele Leute verloren. Auf die paar Menschenleben kommt es jetzt auch nicht mehr an. Also, jetzt haben die ihre Mauern wieder bemannt. Ihr wollt mich doch verarschen. Hier. Hör auf den da. Und die kriegen es nicht hin, diese Leute da zu töten? Das ist auch ein Witz. Zieht sich schon wieder zurück. Rein kriegt Verstärkung. Ich kotze. Ah, komm, ich zieh nicht dahin. Die haben echt da meine Kavallerie weggeschlagen. Das ist der Hammer. So, läuft da.
er läuft. Das heißt, ihr beide zieht jetzt dahin, du in die Mitte. Und ran. Union hat Stone White gesichert. Na endlich. Ich versuche jetzt hier die wegzufegen. Hier unten sind sie durchgebrochen, haben mich platt gemacht, haben sie gut gemacht. Die drängen mich hier auch weiter zurück. Kann nicht mit leben. Wichtig ist, dass wir sie jetzt hier wegkriegen. So, und nicht gleich zögern. Weiter. Ja, hier weiter. Ruhig weiter. So, weiter ran, weiter ran. Weiter ran. Was ist denn da wieder schiefgelaufen da hinten mit den Jägern? Das sind ja die Jäger des Todes da hinten. Gibt's doch nicht. So. So, ein, zwei Kanonen nachrücken. Haben wir jetzt da alle getötet oder lebt da immer noch was? Der hier noch leben, bitte. Wenn zwei Leute auf ihn ballern. Ah, kein Wunder, dass er hier drauf. Wir haben eine Kavallerie aufgelöst. Das ist ja der Hammer. Diese dreckigen Jäger, ne? Ah, die sind im Kampf, okay. Arsch. So, wir müssen hier wieder die Reihe wahren. Kommt ihr mal, bewegt euch doch, verdammte Axt. Vorrücken, vorrücken. Töte die da mal. Jetzt macht ihr das da und wir schieben dich dann nochmal runter. So, du bleibst nochmal da. Um den Punkt einzunehmen, ihr seid einfach Reserve. Ja, wir haben wieder viele Vorgesetzte, die wieder verwundet werden. Da freut sich doch jeder drüber. Ja, die laufen schon wieder, fantastisch. Scheiß Jägereinheiten. Na, haben sie auch so geschlagen. Das ist mir aber Wumpe. Was haben wir da für Einheiten noch? Sieg, alter Schwede. Boah. Wie viel Mann haben wir verloren? 10.000? 13.000. Super. Wir kriegen durch die Schlacht 15.000 Mann dazu. Halleluja. Hat sich ja fett gelohnt. Wir haben angegriffen. Aber es war fast gleich statt von den Einheiten her.
Die 7000, wenn du angreifst, brauchst du normalerweise immer mehr als der Verteidiger selbst. James Stewart, Thomas Jackson, James Longstreet. Den kann ich mich jetzt nicht erinnern. Heinrich, der war auch im Film dabei. So. 43 Kanonen haben sie verloren. Oh, ein bisschen vermisst haben sie auch, ein paar Vermisste. Aber die am Anfang haben wir echt auf die Fresse gekriegt, ne? 17.000 Mann. Wie viel Verlust hat man jetzt? 13.000? 14.000? Puh! Aber insgesamt ja, haben wir jetzt oh, Blum ist verwundet. Nein! Force auch. Ach du Scheiße. Fast die zweite Division ist platt. Ah, jetzt eine komplette Einheit zerlegt. Zwar die Kavallerie-Einheit wahrscheinlich. Ja, die haben nur leichte Verluste. Ja. Was ich mal gucken will, ist Waffen. Wir haben jetzt noch 5.800, fast 6.000 Springfield-Gewehre. Sag mal 9.000, 10.000 Mann kriegen wir unter Waffen. Und dann haben wir noch was im Laden. Das ist, sieht diesmal gut aus. Nachschub ist angekommen. Das ist nämlich das Problem. Was nützen dir Männer, wenn du keine Waffen hast? Ich muss immer an den Zweiten Weltkrieg denken, als die Russen Stalingrad verteidigt haben. Da gab's, ich habe das so im Film gesehen, ich weiß nicht, ob das historisch korrekt ist, aber da hatten sie zu wenig Waffen. Da hat dann ein russischer Soldat, also quasi jeder Zweite musste vortreten, der hat ein Gewehr gekriegt und der kein Gewehr hat, hat 5 Schuss gekriegt, so ungefähr. Und dann Attacke. Ob das historisch korrekt war, was im Film gezeigt war, das lassen wir dahingestellt, aber so ungefähr müsste ich das auch machen. Na gut, aber ja, wo kriegen wir denn jetzt mehr Waffen? Ich glaube, hier kriegen wir nur Wirtschaftlichkeit. Bei höherer Wirtschaftsstufe sinken die Preise für neue Waffen. Ja, ich hätte aber gern mehr neue Waffen. Warum wird der Text da nicht voll aufgezeigt? Da gibt es mehr Gold in Rekruten. Wenn ihr dann mehr Waffen kriegen würde, wäre natürlich dufte. Aber hier nochmal einen Punkt. Na, Ermäßigung. Ja, bleibt die Armee gut ausgerüstet. Bla bla bla. Preise sinken für die Preise neuer Waffen. Dann habe ich ja noch mehr Geld. Also viel Geld und Leute hatte ich, glaube ich, bei den Konfigurierten nie. Politik bringt uns noch mehr Leute. Gold und Rekruten. Ich brauche aber Ausrüstung. Und Nachschub ist auch nicht verkehrt. Ja, wo packe ich die jetzt rein? Ich bin verwirrt. Noch mehr Politik, noch mehr Geld, noch mehr Leute. Dann kriegen wir wahrscheinlich 20% mehr. Jawohl. 20%. Packe ich wirklich mal eine Wirtschaftlichkeit rein oder Nachschub? Nachschub können wir immer gebrauchen. Ich mache Nachschub. Gut, soweit dazu. Wir haben einen super Ruf in Washington. Ja, können uns mal Napoleon-Kanonen gönnen. Kenne ich gar nicht. Boonside. Ambrose, Boonside, weiß nicht. Oh, da können wir noch mehr Geld kriegen. Und wo geht's denn mal so in den Tage weiter? Da haben wir wieder so ein Gap. Ich kenne Gaps immer nur so von Aktien. Ah, 14. September, 17. Ja, Antietam-Schlacht. Oh. Und davor habe ich noch dahinter so eine.
Tauth Mountain. 14. Oh, gab's zweitgleich zwei Schlachten. Und kurz davor die nächste große Schlacht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.